Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirits. Ja, in der letzten Folge haben wir es bis hier geschafft, bis zu dieser Warp-Position, aber irgendwie sieht hier alles ziemlich düster und böse aus. Ich sehe uns gerade, vielleicht können wir hier... Nee, da ist aber sonst auch nichts mehr. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich nicht allzu viel hier sehe. Moment, hä? Ach, wir sind da hochgekommen? Oh nee, dann gibt es wieder einen Kampf. Da habe ich so gar keine Lust drauf. Aber ich wollte hier mal eben gucken, ob ich hier was einsammeln kann. Anscheinend aber nicht. Okay, dann gucken wir hier oben erstmal kurz. Das ist auch alles zu. Ja, ohne Kampf werde ich dann wohl nicht weiterkommen, so wie es aussieht. Okay. Dann... Mal schauen. Haben wir hier irgendwas? Wir haben ja auch keine Blumen und nichts, ne? Oje, oje, oje. Das war jetzt irgendwie etwas seltsam. Ja, das war jetzt... Ich wollte eigentlich die Blume machen. Das war jetzt so nicht geplant, wie es jetzt gerade passiert ist. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Vergessen, wie der eine Angriff ging. Och, nee, komm. Jetzt kann ich das nicht anvisieren. Leute, ernsthaft jetzt. Komm ich nicht hin, komm ich nicht hin. Komme ich da nicht hin? Muss ich jetzt rechts, links drücken? Ich weiß es nicht mehr genau. Jetzt greif mich doch mal an. Okay, perfekt. Zumindest das hat mal geklappt. Jetzt nicht genau, dass man hier rüber springen kann. Aber ist eigentlich logisch. Hallo! Wie kannst du denn Meter weit? Willst du mich verarschen? Sag mal. Aufgeladen. Ich denke mal, ich muss den Großen treffen, oder? Ja. Kann ich hier irgendwie ins Wasser? Boah. Okay. Ah! Leute! Echt jetzt? Hätte ich mir natürlich auch alles ersparen können. Aber okay. Ja. Hat irgendwie nicht funktioniert. Wo müssen wir das denn hin tun? Da in der Mitte nicht, oder? Oder können die das da hochsetzen?
weiß es nicht. Hier hoch kann man es anscheinend nicht machen. Ja, Moment, da hinten ist doch was zerstört. Wie sieht es denn damit aus? Müsst ihr das hier hinlegen vielleicht? So. Ja. Ich drück's falsche. Egal. Aber anscheinend nicht. Das sind doch alle drei an. Ich verstehe es nicht. Wieso funktioniert das nicht? Ach so, jetzt. Ja, natürlich. Okay. Hat nichts gesagt. Er speichert. Ist das gut oder schlecht? Oh, das ist schlecht. Ich sehe schon. Oh, komm, halt dich fest. Ich sehe hier nichts. Da muss ich hoch. Die Frage ist, komme ich da hoch? Ne, ich muss. Ich bin verwirrt. Da komme ich aber nicht hoch, nehme ich mal an. Ich dachte mal, das wäre das Zeichen dafür, dass ich hoch muss. Aber ist es anscheinend doch nicht. Okay. Oh, böse, böse, böse. Oh, noch böser. Leute. Und mit Heilung, das ist nicht gut. Und ihr seid noch nicht aufgeladen. Ich würde gerne erstmal etwas Abstand zwischen uns beiden bringen. Leute, wo ist er? Hallo? Da oben? Hä? Nein, du sollst ausweichen. Warum weicht die hier nicht aus? Hallo? Wieso kann die überhaupt nicht mehr gehen? Oh, dein Ernst jetzt? Ach, die kann in dem Wasser nicht richtig gehen, so wie es aussieht. Nein, komm. Ihr sollt mir helfen, Mann. Hallo? Oh, ist das euer Ernst? Wieso geht die dann auch nicht mehr? Das hat anscheinend nichts mit dem Wasser zu tun. Richtig. Oh, Scheiße. Oh, komm. Leute. Hier.
Warum schon wieder die? Problem ist, die werden jetzt wahrscheinlich unendlich kommen, aber ich kann ja keinen Schaden auf ihn machen. Na komm, ladet euch doch mal ein bisschen schneller auf hier. Phase, um gerade zu kämpfen. Aber er kommt ja irgendwie auch überhaupt gar nicht mehr. Das ist ja das Problem. Kann ich ihn nochmal angreifen? Nee. Boah, wo kommst du denn jetzt her? Weich bloß nicht aus. Ich bin schon ausgewichen, bevor der gesprungen ist. Und trotzdem. Ach komm, kann ich irgendwie nochmal Schaden auf den Boss machen? Ist das jetzt gewollt so? Weich bloß nicht aus, genau. Den kommt ja nicht richtig. Ach, komm schon. Yeah.
Also tut mir leid, dass ich gerade so wenig auch rede. Oh, komm schon. So viel ist das doch nicht mehr. Ja, so ist das halt, wenn man nicht ausweichen kann, ne? Mann, 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 Mann. Nicht dein Ernst. Nein. Du Penner, lenk mich nicht ab. Du Feigling, bleib doch mal irgendwo stehen, Mann. Nicht dahin, wo ich jetzt gehofft hatte, dass er hinkommt. Kann ich sie endlich mal anwenden? Oh Mann, ey. Oh, euer Ernst. Warum kann ich die nicht jetzt? Ja. Passiert nichts? Hallo? Eieieiei. Okay. Gucken wir uns das Ganze mal in Ruhe an. Moment, hier hinten leuchtet das aber so komisch. Ist aber nichts, was man irgendwie. Okay. Was haben wir hier? Was für die Maske wahrscheinlich? Nee, nicht für die Maske. Ach, ein Aufzug. Ha. Hey, Hannah, you made it. I think we found Mr. Russo. Come on, this way. Das ist schön. Können wir da hoch? Können wir hier irgendwas machen? Nee, ne? Ich weiß nicht, das sieht immer so. Na gut, ich denke in dem Fall. Oder? Sah so aus, als ob sich hier irgendwas versteckt hat. Ah. Can you pick that up? Gut, das waren noch Punkte. Okay, ich dachte, da drunter ist jetzt noch einer. Aber offensichtlich nicht. Ja, ja, ich komme, ich komme. Kann ich hier noch was machen? Ich muss ja immerhin überall mal genau gucken, ne? Okay. Denke mal nicht, dass man jetzt hier großartig was machen kann. Our friend Kena. She's here to help Taro. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. But like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. One that our village struggled to understand.
As the shrine's power began to fade, a devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Rusu. There's a relic covered by the corruption at your house. But I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. Spirit Guide staff is no different. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power. Using your bow on these targets. When you are finished, feel free to practice at the other stations I've set up. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie lange das dauert. Ich würde sagen, dass wir hier, ich sehe übrigens auch nicht, wo sein Haus jetzt eigentlich. Ach so, da ganz oben, okay. Ich würde normalerweise sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Wir haben ja jetzt sozusagen eine neue Waffe bekommen. Kann ich hier noch was sagen? Nee, es wird nur freigeschaltet. Okay. Drücke und halte LT, um zu zielen, während du gedrückt hältst. Drücke kurz RT, um einen Pfeil abzufeuern. Okay, wir können das hier einmal kurz machen, probehalber. So, einmal. Einmal. Soll nicht runtergehen. Hallo, geht es noch? Das war jetzt gemein. Das war der Ruf der Eule. Keine Ahnung. So, wir haben das Ganze jetzt mal ausgetestet, aber ich würde sagen, dass wir dann den Teil sozusagen mit dem Bogen in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.